Hallo und herzlich willkommen hier zur 23. Folge von Let's Play Train Fever. Und in der heutigen Folge, ihr seht es schon, es hat sich was getan. Und zwar haben wir ja hier unsere Autobahn, die auch hier lang geht. Und hier lang. Und das ist Münzenberg, meine lieben Freunde. Es hat sich hier vieles erweitert. Und ja, mal kurz die Landnutzung anmachen. Und zwar war ich völlig erstaunt, wo ich das gesehen habe, dass das sich alles hier den Platz teilt. Und es wird immer noch fleißig gebaut. Und die ersten Häuser kommen auch hier hinten hin, also Wohnhäuser vor allen Dingen. Das war ja der Grundbaustein. Und hier hinten kommen jetzt auch Wohnhäuser hin. Und wir kümmern uns jetzt um die S-Bahn-Linie. Die geht nämlich jetzt von Gleis 1 zu diesem Bahnhof. Muss ich mal ein bisschen näher ran, weil sonst versteht man das nicht. Da ist mal hier das rechte Gleis. Und das rechte Gleis fährt dann geradeaus. Hier muss noch eine Weiche rein, das mache ich gleich mal. Das ist das auch kapiert. Ah ja, seht schon, das Tunnelsystem ist ja etwas knifflig. So, mache ich eine Weiche rein, das wird nämlich dann aufs linke Gleis gehen. Geht hier um die steile Kurve rum und hier auf Gleis 5. Und dann wusste ich nicht mehr weiter. Denn ich möchte es irgendwie entweder versuchen, dann hier auf dieses Gleis zu leiten und von diesem Gleis irgendeinen Abzweig nach hier oben zu finden. Aber das geht nicht so einfach. Deswegen schnappen wir uns jetzt das Gleis geht da hier rüber, fällt mir gerade auf. Upsala. Wie macht man das dann? Ich wäre aber strikt dafür, wenn wir hier die Linie irgendwie so außenrum und dann hier drauf führen würden. Das versuchen wir jetzt mal. So. Weil schnell braucht ihr nicht fahren. Ja, Brücke, Brücke, Brücke. Was sagt's, wenn ich die hier drauf machen möchte? So eine Brücke geht nicht, sagt die mir dann. Da das ja eh nur eine Einzelstrecke wird, tue ich die einzeln bauen. Passt mal auf. Bisher klappt's auch alles. Steigung zu groß. Nee, meine lieben Freunde. Nee. Das tun wir mal wieder abreißen. Das bekommen wir auch anders noch hin. Denn das, finde ich, hat schon eine gute Größe. Warum ist denn dann hier die Steigung so groß? Wenn ich den jetzt mit hier ransetze, da wird es auch nichts. Also muss ich den weiter oben lassen. So. Und den dann hier wieder über eine Brücke führen. Und erst hier hinten auf dem Boden der Tatsachen. Steigung so groß, komm, kriegt man noch das aus der Steigung raus? Ne, da tun wir das letzte Stück, was wir gerade gebaut haben hier. Da abreißen. Und upsala, kleiner Ruckler. Genau. Kollision. Aha. Das können wir einfach abreißen. Das
steht uns im Weg. Und dann führen wir das so hier ran. Ja. Ganz einfach, würde ich sagen. So, haben wir das jetzt mit hier. Och, die Streckenführung ist so complicated einfach bloß. So, jetzt haben wir das hier. Da geht das hier lang. Und dann macht das in die Biege. Und jetzt haben wir das Problem, weil wir das äußerste Gleis haben wollten, dass wir jetzt die Kurve hier gebaut haben und die führt dann wieder zu diesem Bahnhof und der führt dann wieder hier so zum Hauptbahnhof. Nee, das ist nicht der Hauptbahnhof. Ist nur der erste Bahnhof gewesen. Und dann muss man hier noch ein paar Weichen einsetzen. Weiche einsetzen. Hier mal eine Weiche einsetzen. Da habe ich schon ein paar Weichen eingesetzt. Ich muss die mal hier einsetzen. Hier geht's nicht. Aber jetzt hier noch schnell. Und hier ist aber auch nicht mehr möglich. Weil mir die erste Weiche jetzt reingesetzt. Hier. Ich muss so schnell wie möglich hier eine Weiche einsetzen. Und hier geht's nicht. So. So geht's. Perfekt. Und da fangen wir jetzt mal eine neue Linie an. Ich habe ja immer mal ein bisschen das Budget mit drin. Eigentlich brauche ich das nicht anschauen. Wir sind gleich bei 1950, meine lieben Freunde. Neue Linie wollte ich. Hier oben hat alles kein Fahrzeugersatz mehr. Hm. Und die tun sich auch noch nicht updaten. Okay, dann machen wir erstmal eine neue Linie. wie machen wir die denn? Machen wir die weiß? Oder gelb-weiß? Machen die mal so gelblich-weiß, so ganz hell. Dass wir wissen, dass es unsere S-Bahn-Linie ist. Entfernen. Entfernen. Wir fangen mal hier an. So. Dann hier hoch, dann zu diesen. Ja, der erkennt das schon. Das ist gut. Dann zu diesen. Der hat die Linie schon erkannt. Der weiß, wie ich fahren möchte. Dann hier. Gleiswechsel. Und dann hier. Genau, so möchte ich fahren. Nicht anders. Hehe. Das ist die S-Bahn-Linie. STLB Münzenberg 1. Weiß noch nicht, ob wir noch eine zweite irgendwo haben oder machen werden. Bauen wir schnell noch hier ein Zugdepot hin. Wo macht man das mal? Hier ist ein Gleiswechsel. Ist hier vorne irgendwo ein Gleiswechsel? Da ist keins mehr. Da würde ich das jetzt hier reinstellen. Landenzüge können wir mal kurz ausmachen. Tun wir hier mal ein Gleis rausstellen. So. Wir machen hier mal noch Lokschuppen hin. Wir haben nämlich einige neue Loks bekommen. Unter anderem auch diese. Wagen, 18 Passagiere. Wir tun mal hier vorne und da tun wir bei elektrischen Lokomotiven, was dazu gekommen ist. Ich glaube, die passt am besten.
diese für den Güterzugdienst konzipierte schwere sechsachsige Elektrolokomotive trug den Spitznamen Deutsches Krokodil. Siehst du mal. Langlebige Schweizer Universallokomotive mit Burli-Antrieb. Also die nehmen wir jetzt auf jeden Fall. Guck mal, mit 14, den gibt es gar nicht mehr. Mit 18. Ja. Kopieren das Ganze. Und auf die S-Bahn-Linie. Und gucken wir mal hier. Fahren wir mal eine Runde mit. So, Cursor dort rein. Und wie wir hier weiterfahren, das seht ihr in der nächsten Folge. Tschüss.